Guten Morgen. Ja, heute kann es oder könnte es ein bisschen schräg werden. Ich weiß es noch nicht. Ich habe da so ein Gefühl und das will ich heute auf die Leinwand bringen. Und zwar habe ich so eine Mohnblumenkapsel. Also die Linien und die Formen und vor allen Dingen auch die Farben interessieren mich heute. Also das ist so das, was mich inspiriert. Und mal schauen. Ja. Kannst also deine Skizze, die du auf so ein Papier gemacht hast, einfach raufkleben. Und wenn es dir nicht gefällt, drehst du es einfach um, dann ist sie weg. Also kleb sie einfach rauf. Das finde ich eigentlich immer. Ich mag ja auch den Charakter des Papieres, die Form, die Knicke, mag ich gerne die Farbe. Ist irgendwie so ein Gefühl da und ich versuche das jetzt mal, dieses Gefühl auf die Leinwand zu bringen und bin selber gespannt, was da jetzt mal rauskommt. Das Papier kannst du ja einfach so kleben, das kann auch mal reißen, die Knicke sind toll, ich mag den Farbton, finde ich voll schön. Ja, hatte ich vorhin zu wenig Kleber, da gebe ich nochmal was einfach so drunter, drehe das um. Der Kleber ist auf der anderen Seite, deswegen hat sich der Farbton geändert. Ist auch noch ein bisschen klamm. Hier sieht man das noch. Also es ist noch da nass an einigen Stellen, aber hier diesen Baum finde ich toll. Es kommen gleich wieder neue Sachen dazu. Fühlt sich gerade an wie so eine ganz entfernte Erinnerung und deswegen nehme ich erstmal Gold. Gibt ihm jetzt einen schönen Charakter nochmal und dann changiert das so schön. Der Farbton ändert sich. Naja, genau. Also du siehst auch schon hier die zwei Farbunterschiede. Jetzt nehme ich nochmal mein Schmierblatt hier und versuche meine Form. Ich hatte die vorher schon mal skizziert, also quasi wie so eine Telefonskizze. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann telefoniert, man hat da einen Stift und ein Papier liegen, dann kritzelt man ganz viel. Und dann ja, entstehen manchmal auch tolle Sachen dabei. Ja, ich möchte so die Farben von einer Mohnblumenkapsel ja, sehen. Und deshalb fange ich jetzt hier mal mit so einem Blau an. Sieht man auch noch mal ganz schön den Unterschied jetzt. Also nur weil das Papier da drunter ist, kann man halt toll unterschiedlich malen. Auch jetzt mit dem Pinsel einfach noch mal verstreichen, dann sieht es auch wieder anders aus. Halt auch immer so ein Experiment. Ich probiere jetzt hier gerade mal, wie sich das entwickelt, wenn man jetzt auf dem Gold die Farben noch mischt. Ja, das Papier und jetzt auch der blaue Farbauftrag gibt ja schon so ein bisschen eine Form vor jetzt. Da gucke ich mal, wie ich jetzt mit diesen Formen nochmal weiterarbeite. Auch ganz schön, wenn sich so zufällig was ergibt und man nimmt es einfach auch als gegeben sozusagen und guckt mal, wie man damit weiterarbeitet. Das sind jetzt so die Farben, die ich auch sehen wollte. Und zusammen mit dem warmen Goldton finde ich ganz schön.
Ja, das ist jetzt richtig cool. Also den Farbton mag ich total gerne. Den finde ich schön. Na, hier ist die Farbe schon trocken. Da geht nicht mehr viel. Ja, das war schon mal ein wildes Malen, hat schon mal Spaß gemacht gerade. Jetzt gucke ich mir hier mal die Form an, also das Papier gibt da ja auch eine schöne Linie vor. Ich überlege gerade, vielleicht lasse ich da auch den hellen Ton oder mal einen drüber. Ist der Moment nochmal, um sich mit der Form oder um die Form nochmal zu probieren, zu sehen, passt das überhaupt nochmal mit den Vorstellungen? Nehme ich die mit auf? Ich kann die Form ja auch nochmal anders darstellen, als kleine Fläche. Ich könnte auch das alles als Hintergrund nehmen und hier so große Blüten draufmalen, draufsetzen, so Formen, auch als Linie. Zacken finde ich auch ganz spannend, die da so sind. Ich weiß aber noch nicht, ob mir das gefällt oder ob ich das wegnehme. Nee, ich gucke da immer rauf. Ich mag die Linie auch gerne. Ich nehme es vielleicht nochmal ein bisschen, reduziere es ein bisschen. Saftige Grün finde ich auch ganz schön. Das kann ich hier auch nochmal wiederholen. Finde ich ganz gut. Das ist so eine Mischung immer, finde ich. Das geht in meinem Kopf so ein bisschen hin und her. Ich muss das mal drehen, um dann nochmal einen neuen Blick für zu bekommen. Lässt mich auch nicht los. Ich muss das einfach nochmal probieren und versuche so ja nochmal so das Gefühl loszuwerden. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Das fallen hier ganz viele Details, also hier diese Linie, die ganz Anfang schon entstanden ist und die das so verbindet, diese Figuren, die hier so drauf sind. Hier noch ein bisschen nach und könnte man jetzt natürlich auch anders fixieren, aber ich bin noch nicht fertig. Ich merke das so, es hängt immer noch. Ja, ich fühle mich jetzt viel besser, denn da hing irgendwas im Kopf. So eine Vorstellung, so eine Idee. Und manchmal sind das ja auch ja, andere Sachen, die einem da so durch den Kopf sausen und nicht loslassen. Und dafür ist eben genau die Malerei ja so hilfreich,
dass man sich darauf austoben kann. Und hier diese ganzen feinen Farbtöne finde ich voll schön. Es ist gerade ein bisschen dunkel, aber trotzdem das Gold, das leuchtet immer noch so ein bisschen dadurch. Also mach du auch einfach dein Ding, mach einfach und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ja, das war ein spannender Malprozess für mich. Also ich habe vorher ja nicht gewusst, was ist es eigentlich. Ich hatte zwar diese Linien gesehen und dachte so, ja, die Farben mag ich auch gerne, aber ich habe mich jetzt im Vorfeld nicht weiter mit der Form oder so auseinandergesetzt, sondern wollte das wirklich künstlerisch unter die Lupe nehmen und dieses Gefühl auf die Leinwand bringen. Auf Seite 18 findest du eine Anleitung, die ja, dich dabei unterstützen kann. Da kannst du nochmal raufschauen. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, vielleicht auch einfach mal deine Gedanken oder Gefühle auf die Fläche zu bringen, intuitiv zu malen und ja, einfach entstehen lassen und am Ende auch stehen lassen. Denn natürlich kann ich da eine Mondkapsel perfekt draufmalen, aber das interessiert mich ja in dem Moment gar nicht. Also darum geht's nicht. Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen dieser Gedanken und ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Mach's gut. Tschüss.